Ich habe übrigens gemerkt, wenn man lange Zeit nichts mehr auf YouTube hochlädt, das heißt so 2, 3, 4 Wochen, dann werden die Tutorials gar nicht mehr angezeigt bei euch. Deswegen klickt doch mal auf die Glocke. Ich weiß, ich hasse es auch zu sagen, aber YouTube ist eben YouTube. Da muss man eben mal die Glocke und auf den Abo-Button klicken, damit ihr die Tutorials auch seht, wenn ihr euch denn dafür interessiert. Hallo und ein herzliches Willkommen zu diesem Tutorial. Heute zeige ich euch tatsächlich mal, wie ihr ein Questbuch erstellen könnt. Dazu benötigt ihr keine Plugins oder sonst irgendwas. Es geht ganz einfach mit Events. Su Jascha ermöglicht hier dieses Video. Sie hat mir eine Demo-Version zugeschickt von ihrem Questbuch. Ich habe sie dann im Tutorial nachgebaut für euch, dass ihr es nachbauen könnt. Erstmal vielen Dank an Su Jascha, dass sie mir das zugeschickt hat. Achso, by the way, ich lade die Videos mittlerweile auch auf Instagram hoch. Das heißt, wenn ihr mir auf Instagram folgt, könnt ihr da auch die Tutorials angucken und die anderen Videos angucken und ein paar Updates angucken. Und vielleicht mache ich da das ein oder andere kurze Video über den RPG Maker MV, wo ihr noch irgendwelche Tipps und Tricks, ne? Könnt ihr mal vorbeigucken. Link in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, los geht's. Als erstes erstellen wir einen Charakter, der uns eine Quest gibt. Wählt eine Grafik aus und klickt doppelt auf die leere Zeile. Nun wählen wir Text anzeigen und geben einen Text ein. Hallo, möchtest du mir helfen? Klickt nun auf OK und klickt direkt darunter. Wählt jetzt Auswahlmöglichkeiten anzeigen. Die Option Ja-Nein lassen wir so stehen. Kopiert die Textanzeige und fügt sie in den Nein-File ein. Und dort geben wir Schade ein. Dieser Text wird nun angezeigt, wenn der Player die Quest nicht annimmt. Kopiert nochmal die Textausgabe und fügt sie in den Ja-Fall ein. In diesem Fall geben wir ein Danke, ich brauche 5 Tränke. Klickt auf OK, klickt doppelt unter die Textausgabe und wählt Schalter Steuern aus. Wir benennen den Schalter Quest 1 und schalten ihn auf An. Gleich danach wählen wir noch Selbstschalter A auf An. Ein Selbstschalter ist das gleiche wie ein normaler Schalter, nur mit dem Unterschied, dass der Schalter nur für dieses Event gilt und sich nicht auf andere Events auswirkt. Kopiert nun die ganze Seite und fügt es wieder ein. Dort auf der zweiten Seite löschen wir erstmal alles und machen einen Haken bei Selbstschalter und wählen A aus. Somit kommen wir auf die zweite Seite, wenn der Selbstschalter A auf An ist. Klickt doppelt auf die leere Zeile und wählt Variable Steuern aus. Benennt die Variable in Quest Item. Wählt bei Operand Spieldaten aus und dort Gegenstand. Wählt den Trank aus, da wir in dieser Quest 5 Tränke brauchen. Damit werden die Tränke im Inventar gezählt und als Variable gespeichert. Klickt auf OK und wählt nun genau darunter bedingte Abzweigung aus. Jetzt nehmen wir die Variable, die wir gerade erstellt haben, geben bei Konstante eine 5 ein und benutzen das Größer- oder Gleichsymbol. Macht noch einen Haken bei Elsefall. Nun klicken wir auf OK, jetzt klicken wir direkt in den Elsefall und machen eine Textausgabe. Diese erscheint, wenn der Player die Items noch nicht hat. Hast du schon meine Tränke? Wir kopieren nun diese Textausgabe und fügen sie direkt in die Variable ein. Jetzt geben wir sowas wie, oh, danke, du hast meine Tränke dabei. Unter der Textausgabe klicken wir jetzt doppelt, gehen auf Gegenstand ändern und ziehen 5 Tränke ab, da wir sie dem Questgeber geben. Darunter geben wir dem Player als Belohnung etwas Geld. Danach fügen wir eine Textausgabe ein, 100 Gold erhalten. Unter dem Text schalten wir Quest 01 wieder aus. Und schalten den Selbstschalter B auf An. Kopiert nun wieder die ganze Seite und fügt sie wieder ein. Dort wählen wir als erstes Selbstschalter B aus und löschen alles im Event.
Fügt hier nun eine simple Textausgabe ein. Danke für deine Hilfe. Nun wäre die erste Quest fertig. Jetzt brauchen wir nur noch ein Questbuch. Erstellt ein neues Event, dort wo euer Questbuch sein sollte. Klickt doppelt in die leere Zeile und wählt bedingte Abzweigung. Dort den Schalter Quest 01, der an sein muss. Einen Haken bei Els Abzweigung brauchen wir diesmal nicht. Klickt nun in die Bedingung und wählt Text anzeigen. Dieser Text wird angezeigt, wenn ihr die Quest angenommen habt. Ich schreibe dort Questgeber Mann und Quest-Item 5 Tränke. Diese bedingte Abzweigung kopieren wir jetzt und fügen sie ganz unten wieder ein. Wir ändern noch den Schalter, dass er aus sein muss, und den Text ändern wir in zum Beispiel Du hast keine Quest. Jetzt erstellen wir noch kurz ein Event irgendwo, das uns 5 Tränke gibt, damit wir das Ganze testen können. Klickt nun auf Spiel testen und probiert es aus. Wir sehen, die Quest wird im Buch eingetragen, wenn wir sie annehmen. So, jetzt erstellen wir noch ein zweites Event, damit auch jeder das Prinzip verstanden hat. Diesmal geht es aber um einiges schneller. Kopiert als allererstes das erste Quest-Event und fügt es wieder ein. Um eine zweite Quest zu erstellen, werden wir jetzt die kopierte Version nur ein bisschen abändern. Als erstes ändere ich den Text und lösche Tränke und ändere es in Heilkräuter. Den Schalter Quest 1 ändere ich zu einem neuen Schalter Quest 2 um. Den Selbstschalter können wir so stehen lassen, da es sich nur auf dieses Event auswirkt und nicht global ist. Jetzt gehen wir zur zweiten Seite und ändern das Item in Variable Steuern um in Heilkräuter. Eine neue Variable brauchen wir dazu nicht anlegen. Dann ändere ich den Text wieder von Tränke auf Kräuter. Danach wird das Item umgeändert in Heilkräuter. Und Quest 1 wird zu Quest 2. Jetzt wechsle ich noch die Grafik von Seite 1 bis 3 um. Nun gehen wir wieder zu unserem Questbuch und fügen die zweite Quest ein. Dazu kopieren wir if Quest 1 auf an und fügen es unter den Beenden-Pfeil ein. Dann wird der Schalter noch in Quest 2 geändert und die Textausgabe wird mit Heilkräutern angepasst. Kopiert nun if Quest 1 ist aus und fügt es direkt in die Bedingung ein, so dass beides untereinander steht. Lösche nun die Textausgabe im Beenden-Fall und ändere die gerade kopierte Bedingung in Quest 2. Setz dieses Event noch auf die gleiche Höhe wie der Held und klick dann auf OK. Jetzt erstelle ich noch ein einfaches Event, das mir Tränke und Heilkräuter gibt, damit ich alles testen kann. Danach klicken wir auf Spiel testen und schauen, ob alles geklappt hat. Jetzt können wir beide Quests annehmen, die jeweils im Buch angezeigt werden. Dieses Buch können wir jetzt beliebig erweitern. Soweit, so gut. Aber jetzt denkt ihr euch wahrscheinlich, ja, ich muss jetzt immer zum Questbuch hinlaufen, das ist total stressig. Ich will das irgendwie in meinem Inventar haben als Item. Da kümmern wir uns jetzt drum. Jetzt geht es darum, dass wir das Questbuch in unseren Inventar packen und als Item immer dabei haben. So, um nun das Buch in einem Item umzuwandeln, kopieren wir den ganzen Inhalt des Buches und gehen danach zu unserer Datenbank. Zu den gewöhnlichen Ereignissen und fügen es in einem leeren Feld ein. Dann benennen wir das Ereignis in Questbuch um, wir übernehmen alles und gehen zu unseren Items. Ich füge ein Item hinzu und nenne es Questbuch. Stelle die Verbrauchbarkeit auf Nein. Somit können wir auf das Buch zugreifen, wie oft wir wollen. Jetzt klicke ich doppelt bei Effekte und wähle bei Sonstiges das gewöhnliche Ereignis, das wir vorher erstellt haben. Ich stelle noch den Bereich ein und wähle keine aus. Somit müsst ihr nach Auswahl des Items nicht extra einen Charakter auswählen, auf den das Item wirken soll, sondern landet direkt wieder auf der Map. Vergesst nicht, ein Event zu erstellen, das euch das Item gibt. Danach können wir das Game testen.
So, wir sehen, wir können das Menü aufrufen und wir können auch auf unser Questbuch zugreifen. Dort werden dann alle Quests gelistet, die wir erstellt haben. So, das war's jetzt mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da. Wenn ihr irgendwas nicht verstanden habt, schreibt es unten in die Kommentare rein. Und ja, man sieht sich. Bis zum nächsten Video. Tschüssikowski!